Tore sprach davon, dass der Sport für einen Sportler ein integraler Bestandteil seines Lebens sei. Das stimmt. Aber genauso ist es ein integraler Bestandteil meines Lebens, dass ich eine Meinung habe. Und für diese Meinung möchte ich einstehen. Und diese Meinung ist, dass mir Toleranz wichtig ist. Meine Meinung ist, dass ich es nicht toleriere, dass nur weil Sportler homosexuell sind, sie nicht an den Olympischen Spielen teilnehmen können, an denen ich einfach so teilnehmen kann. Und für diese Meinung möchte ich kämpfen. Und für diese Meinung opfere ich möglicherweise auch einen anderen Teil meines Lebens, nämlich den sportlichen Erfolg. Weil, darauf werde ich auch zurückkommen, es vor allem meine Meinung und meine Persönlichkeit ist, die in den Köpfen der Zuschauer, die ich ja als Sportler auch immer erreichen will, überdauern werden. Tore sprach weiterhin davon, hat sich ja so ein bisschen Sorgen gemacht, naja, möglicherweise wird es ja schlechter werden durch unseren Vorschlag. Die Rechte für Homosexuelle könnten ja noch weiter geschwächt werden. Erstens habt ihr uns nicht erklärt, was ihr eigentlich machen wollt für die Homosexuellen. Glaubt ihr, das könnte man einfach so ausharren? Ich glaube nicht. Darauf komme ich auch später nochmal. Zweitens aber, glauben wir auch nicht, dass sich die Situation tatsächlich verschlechtern kann. Denn Russland steht gerade unter einem extremen Druck der Öffentlichkeit. Gerade die Olympischen Spiele sind es doch, wo die ganze Welt zuguckt. Das heißt, Putin wird einen Teufel tun, jetzt auf einmal das zu tun, was die Weltöffentlichkeit von ihm am allerwenigsten erwartet. Das heißt, jetzt noch weitere Sanktionen zu erheben, ist extrem problematisch für Putin, gerade weil die ganze Weltöffentlichkeit gerade ja zuschaut. Aber er macht das doch gerade. Dann sagt Tore weiterhin, naja, die Olympischen Spiele, die sind ja bald zu Ende. Die dauern ja sowieso gar nicht so lange. Ja, und gerade weil die bald zu Ende sind, Tore, sollten wir auch jetzt agieren. Denn nach ein paar Monaten und Jahren wird sich niemand mehr an die Situation in Russland erinnern, wenn man dann schon wieder vorfreudig an die nächsten Olympischen Spiele denkt. Das heißt, wir haben jetzt die einmalige Chance, gerade da, wo wir diese krassen Missstände sehen, in Russland für unsere Meinung einzustehen. Und genau das ist auch die Perspektive, aus der wir als öffnende Regierung hier argumentieren wollen. Wir sind eine Person, deren Meinung uns extrem wichtig ist. Wir zielen darauf ab, die Welt zu verbessern. Klar, Sport ist uns auch wichtig, aber vor allem wollen wir auch dafür einstehen, mit unserer Persönlichkeit, mit unserer Meinung zu überdauern. Tore sagte nämlich außerdem, naja, er als Debattierer, er stünde ja hier auf die Frage von Nikolas hin und würde eine Meinung ihnen vorspielen. Und das stimmt ja, aber die Sportler, die dort antreten, die haben tatsächlich eine Meinung. Die spielen nicht nur eine Meinung, die haben eine Meinung. Denen ist Toleranz wichtig. Und diese Meinung wollen wir nicht hinter dem Berg halten, sondern wollen wir in die Öffentlichkeit hinaustragen, weil wir glauben, dass wir damit etwas verbessern können. Nun möchte ich weiterhin auf drei neue Aspekte eingehen, die ich in diese Debatte einführen werde. Nämlich zum ersten, dass Protest wichtiger ist, als das Problem einfach nur auszuharren und darauf zu hoffen, dass es von alleine besser wird. Zweitens, was es mit unserer Persönlichkeit auf sich hat und warum das es vor allem ist, worum wir kämpfen sollten. Und drittens möchte ich über die Auswirkungen und Nachfolgeeffekte sprechen. Zunächst zum öffentlichkeitswirksamen Protest. Diese Opposition könnte ja sagen, hat sie bis jetzt nicht, na, wenn wir nur lange genug warten, dann haben die Homosexuellen ja irgendwann bestimmt auch in anderen Ländern den Status, wie sie ihn bei uns in einigen Ländern haben. Aber das stimmt nicht. Homosexualität ist bei uns in Deutschland glücklicherweise inzwischen relativ gut geachtet. Aber am Fußball zum Beispiel haben wir dieses Problem lange, lange totgeschwiegen. Und erst dadurch, dass Thomas Hitzlsperger jetzt protestiert hat dagegen, erst dadurch ist es doch ein Gegenstand der öffentlichen Diskussion geworden. Erst dadurch machen wir uns darüber Gedanken, wie furchtbar es eigentlich ist, dass man das nicht einfach so sagen kann. Erst dadurch also, dass wir den Protest tatsächlich zulassen, den Protest auch persönlich involvieren, fokussieren, erst dadurch wird eine öffentliche Diskussion möglich. Und erst jetzt hören wir doch auch tatsächlich, wie viele Leute zurückrudern und sagen, jetzt stimmt. Da hätten wir vielleicht früher schon mal versuchen müssen, die richtigen Schrauben zu drehen. Das heißt, wir brauchen diesen öffentlichkeitswirksamen Diskurs. Und der ist gerade jetzt relevant, weil in Russland natürlich, ich nehme euch gleich dran, weil in Russland jetzt schon alle Augen dahin gerichtet sind. Wir hatten ja vor einigen Wochen erst das Problem mit Pussy Riot. Und auch da waren alle Augen auf Russland gerichtet. Die ganze Welt weiß ebenfalls um die Problematik mit den Homosexuellen in Russland. Das heißt, gerade jetzt ist der Fokus extrem stark darauf, wo wir diese Plattform Olympia auch nutzen können. Olympia ist ja tatsächlich das Sportevent, wo wir die allermeisten, nicht nur Sportler, sondern auch Zuschauer auf der ganzen Welt erreichen. Milliarden Leute werden das wahrscheinlich verfolgen. Das heißt, das ist die Plattform, wo wir den Protest, den wir jetzt schon bezüglich der Fußballszene in Deutschland erfolgreich angefangen haben zu führen, möglicherweise ausweiten können und noch globaler denken können, um für die Rechte von anderen Leuten einzustehen. Aber hat sich nicht gerade Thomas Hitzlsperger bewusst dazu entschieden, nach seiner Karriere sich zu outen und nicht während er Vize-Europameister wurde? Genau, das ist ja extrem problematisch. Thomas Hitzlsperger hätte, wenn er als in seiner Karriere das gemacht hätte, wahrscheinlich auch seine Medaille, wenn man so möchte, aufs Spiel gesetzt. Er hätte wahrscheinlich weniger Sponsorengelder bekommen. Er hätte wahrscheinlich problematische Blicke von seinen Sportlern bekommen. Und genau das ist ja das Problem, weswegen er das jetzt macht, damit andere Sportler das vielleicht später mal machen können. Der erste Schritt ist immer der schwerste. Thomas Hitzlsperger hat gesagt, er ist schwul. Das hat er nach seiner Karriere gemacht.
Den Schritt auch während der Karriere zu machen, zu gehen, wird immer leichter, dadurch, dass die Hemmschwelle überhaupt erst einmal gesenkt wird. Aber dafür brauchen wir diesen Protest. Und je größer die Plattform, in der wir ihn führen können, desto besser. Das heißt, auch diese Sportler werden sich wahrscheinlich, wenn wir noch ein bisschen abwarten, ich bin mal gespannt, aber ich kann mir relativ gut vorstellen, dass auch in Zukunft relativ viele andere Sportler, zum Beispiel im Fußball, sagen werden, ich bin schwul, ich stehe dazu, das ist mir wichtig, dass das auch geachtet wird. Nun zur Persönlichkeit. Wir müssen ja gerade auch feststellen, dass viele andere Leute protestieren dürfen. Viele Leute dürfen dafür einstehen, dass sie eine Meinung haben, dass ihre Meinung ihnen wichtig ist. Sportler dürfen bei den Olympischen Spielen das nicht tun, weil sie sonst davon ausgeschlossen würden. Das heißt, wir reduzieren die Sportler hier auf ihre Karriere, wir reduzieren sie auf ihren Sport. Aber die Sportler haben auch eine Persönlichkeit. Und gerade durch eine Persönlichkeit bleiben Sportler doch auch im Gedächtnis. Wenn wir einfach nur ein x-beliebiger Fußballer wären, sind wir mal ehrlich, Thomas Hitzlsperger war ein sehr guter Fußballer, hat in der Nationalmannschaft gespielt und viele Erfolge gefeiert, unbestritten. Aber in 20, 30 Jahren wäre er für die meisten wahrscheinlich einfach nur ein Fußballer. In Zukunft wird er der Fußballer sein, der dafür gesorgt hat, dass Homosexualität im Fußball ein Thema wird. Und genau das ist es doch, womit er im Gedächtnis bleiben wird. Weil er seine Persönlichkeit dadurch gestraft hat, was es möglicherweise auch Sportlern innerhalb ihrer Karriere es dann ermöglichen wird, zum Beispiel sogar noch mehr Fans zu bekommen. Weil die sehen, das ist nicht einfach nur ein Sportler, das ist ein Sportler mit Kanten, das ist ein Sportler mit Persönlichkeit. Der steht für eine Sache ein, die ihm wichtig ist. Und das ist doch potenziell auch eine Person, die viel Anerkennung in der Gesellschaft finden kann. Und das ist jetzt der dritte Aspekt, wird auch andere Sportler natürlich ermutigen können, ihnen das nachzutun. Sowohl in Deutschland, wie gesagt, ich bin sicher, einige Fußballer werden das bald nachtun, aber auch gerade in anderen Ländern, wo das Problem nicht nur im Fußball, sondern im ganzen gesellschaftlichen Leben existiert. Das heißt, gerade dadurch, dass viele Länder, die auf die Olympischen Spiele fahren, sich ja ohnehin schon an unseren Werten und Normen hier in Deutschland orientieren, jetzt sehen, Sportler aus diesem Land treten für ihre Meinung ein. Dadurch glauben wir, können wir auch einen Nachzugseffekt in anderen Ländern einsetzen, überhaupt erst einmal ein menschenwürdiges Leben für homosexuelle Sportler oder für homosexuelle Menschen überhaupt zu erreichen. Damit die Zustände, die in vielen Stellen der Welt herrschen, die wirklich grausam sind und überhaupt nichts mit Toleranz zu tun haben, die ja auch die Opposition hier wichtig hält. Genau aus diesem Grund sagen wir, müssen wir jetzt diese Plattform Olympia nutzen, für unsere Meinung einzustehen, die man nicht wegreden kann und dafür zu sorgen, dass auch andere Leute diejenigen Leben führen können, die sich verdienen zu leben, nämlich ein geachtetes Leben, ein toleriertes Leben. Aus diesen Gründen für die öffentliche Regierung. Vielen Dank.